umgehen? Wichtig ist die Frage, was ist normal und was ist übertrieben? In der aktuellen Corona-Krise gibt es ganz andere Normen. Betroffene mit Zwängen sollen sich so verhalten, wie es im Sinne des Infektionsschutzes jetzt empfohlen wird und in der aktuellen Situation normales Verhalten ist. Das heißt, das richtige Verhalten in der Pandemie. Das heißt, 2 Meter Abstand zu anderen, sich häufiger die Hände waschen und Mundschutz in den Situationen tragen, in denen der Abstand zu anderen Menschen nicht immer eingehalten werden kann. Zum Beispiel in Verkehrsmitteln oder Geschäften oder beim Friseur. Was unter normalen Umständen ja völlig übertrieben oder sinnlos wäre, ist jetzt im Moment normal und gut und damit kein Zwangsverhalten, sondern ein sinnvolles Verhalten. Die meisten Menschen mit Zwängen können das auch voneinander unterscheiden und wissen, dass ihr eigenes Zwangsverhalten übertrieben und sinnlos ist. Zurzeit ist es normal und gut, sich häufiger die Hände zu waschen, zum Beispiel nach dem Supermarktbesuch oder nach Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels. Übertrieben wäre es aber zum Beispiel, Nahrungsmittel aus Italien, die Tomaten aus Spanien oder Lebensmittel aus irgendwelchen Risikogebieten für gefährlich zu halten. Übertrieben wäre es, wenn man den Einkaufswagen nur noch mit einem Taschentuch berührt oder Getränkedosen aus dem Supermarkt anschließend desinfiziert. Menschen mit Zwängen leiden an stark übertriebenen und irrationalen Ängsten. Wichtig ist, den Empfehlungen der Experten jetzt zu vertrauen und nicht den eigenen irrationalen Ängsten zu folgen. Im Einzelfall kann das natürlich sein. Natürlich wird so manch ein Betroffener durch die Situation getriggert und läuft Gefahr, dass seine Ängste verstärkt werden. Aber hier möchten wir die klare Botschaft geben, dass die Maßnahmen der Vorbeugung dienen, genauso wie zum Beispiel ein Sicherheitsgurt im Auto oder im Flugzeug. Das ist eine Präventionsmaßnahme und das bedeutet nicht, dass Autofahren und Fliegen sehr gefährlich ist und daher vermieden werden soll. Die Krankheit Covid-19 kann sehr gefährlich sein. Es gibt bisher immer noch keine wirksame Therapie gegen das Virus. Zumindest keine, die wissenschaftlich belegt ist. Von daher will die Gesellschaft alles tun, um dieses kleine Risiko der Ansteckung möglichst zu mindern. Das bedeutet aber nicht, dass man den ganzen Tag nur zu Hause sitzen muss, sondern durchaus nach draußen gehen kann und sich bewegen kann. Gerade für Menschen mit Angststörungen oder Zwangsstörungen ist es sogar sehr wichtig, sich viel körperlich zu bewegen, weil das für die Stimmung und auch gegen die Ängste ein sehr wirksames Mittel ist. Insgesamt glaube ich nicht, dass Menschen mit Zwängen so denken, aber der eine oder andere fühlt sich vielleicht bestätigt oder vielleicht sogar auch entlastet, wenn ein vormals völlig übertriebenes Verhalten, für das er sich geschämt hat, jetzt zum normalen Verhalten geworden ist. Es gibt nicht eine Ursache. Menschen, die eher ängstlich und unsicher sind, neigen stärker zu Zwängen als andere. Erbliche Faktoren spielen auch eine Rolle. Man schätzt diesen erblichen Anteil auf etwa 40%. Auslöser entstehen oft in der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter, zum Beispiel durch belastende Lebenssituationen, in denen die Betroffenen eine sehr starke Verunsicherung verspüren. Da kann es dann sein, dass übermäßiges Kontrollieren oder Reinigen in solchen Situationen ein Gefühl von mehr Sicherheit vermittelt. Oder eben das Gefühl, die Ängste besser unter Kontrolle zu bekommen. Das Vermeiden von Situationen, in denen die Ängste ausgelöst werden und das Ausüben von Zwangshandlungen ist ja etwas, was kurzfristig die Angst mindert. Es führt aber dazu, dass auf längere Sicht dann die Unsicherheit noch mehr verstärkt wird. Menschen mit Zwängen leiden an aufdringlichen Gedanken, die sinnlos sind, die sich gegen den Willen aufdrängen oder an Handlungen, die sie immer wieder ausüben müssen und die eigentlich keinen Sinn erfüllen, also zum Beispiel exzessives Waschen und Reinigen. Ob man von einer Zwangsstörung sprechen kann, hängt aber vom Ausmaß ab. Leichte oder gelegentliche Zwänge kennen ja fast alle Menschen. Man weiß auch, dass fast jeder Mensch einmal unsinnige und aufdringliche Gedanken hat.
Von einer krankhaften Störung kann man nur dann sprechen, wenn das Leben durch die Zwänge beeinträchtigt ist, zum Beispiel die berufliche oder schulische Leistungsfähigkeit stark leidet, die Beziehung zu anderen Menschen und insgesamt die Lebensqualität beeinträchtigt ist. Meistens ist es dann der Fall, wenn die Zwänge einen erheblichen Anteil der Zeit eines Tages beanspruchen, mehrere Stunden zum Beispiel, die für zwanghaftes Verhalten gebraucht werden, oder wenn wegen der Zwänge vieles, was man gerne im Leben tun würde, nicht mehr möglich ist. Es gibt für Zwangsstörungen bestimmte Psychopharmaka vom Typ der Antidepressiva, die gegen die Zwänge und Ängste helfen. Die Verbesserung kann bei dem einen Betroffenen gering sein, bei einem anderen sehr stark, sodass man es letztlich ausprobieren muss, und wenn man es ausprobiert, dann mindestens für 2 bis 3 Monate. Medikamente sollten grundsätzlich nicht die erste Therapie bei einer Zwangsstörung sein, weil die beste und wirksamste Therapie eben die kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition ist. Medikamente kommen daher nur dann in Frage, wenn diese Form der Psychotherapie nicht verfügbar ist oder jemand diese Therapie ausdrücklich nicht will, oder auch wenn er sie bereits hatte und sie nicht ausreichend gut gewirkt hat. Von Wirkungslosigkeit der Psychotherapie kann man aber nur dann sprechen, wenn auch wiederholt begleitete Expositionsübungen mit einem Therapeuten und auch außerhalb seiner Praxis durchgeführt wurden. Nachteil der Medikamente sind der Nebenwirkungen. Es gibt Nebenwirkungen, die vor allem die Anfangsphase der Therapie betreffen, zum Beispiel Übelkeit, Unruhe. Dann gibt es Nebenwirkungen, die mehr bei Dauertherapie relevant werden. Zum Beispiel nehmen viele Betroffene deutlich an Gewicht zu und die Mehrzahl erlebt, dass das sexuelle Erleben deutlich vermindert ist. Hinzu kommt, dass nach langdauernder Therapie oft Schwierigkeiten beim Absetzen auftreten. Wer eine medikamentöse Therapie ausprobieren möchte, muss dies auf jeden Fall mit seinem Arzt besprechen. Es gibt sehr viele und auch völlig unterschiedliche Formen von Zwängen. Am häufigsten sind Wasch- und Reinigungszwänge und Kontrollzwänge. Auch zwanghaftes Ordnen, zum Beispiel nach Symmetrie oder Farben, und auch zwanghaftes Sammeln, das heißt, man sammelt Gegenstände, die eigentlich gar keinen Wert haben, zählen alle zu diesen zwanghaften Verhaltensweisen. Manche Menschen müssen auch alles zählen, zum Beispiel die Buchstaben und Wörter, wenn sie ein Buch lesen oder die Schritte beim Gehen. Es gibt aber noch eine ganze Vielfalt von unterschiedlichsten Formen. Wesentlich ist immer, dass die Betroffenen es gegen ihren Willen ausüben müssen und ein gewisses Bewusstsein dafür haben, dass es übertrieben oder unsinnig ist. Wenn die Diagnose gestellt ist, würde ich jedem Betroffenen von Zwängen erstmal empfehlen, sich über das Internet oder auch mit Ratgebern über die Erkrankung zu informieren. Wir haben mit der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen viele Informationen auf der Homepage, auch Empfehlungen für sehr gute Ratgeberliteratur. In leichten Fällen kann dies ausreichen. Eine erste Therapie wäre dann eine ambulante Psychotherapie. Da die bisher beste Therapie die kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition ist, sollte die erste Therapie bei einem Verhaltenstherapeuten erfolgen. Es wäre gut, wenn dieser Therapeut auch besonders gerne mit Menschen mit Zwängen arbeitet und darin auch schon Erfahrung hat. Leider ist die Suche nach einem ambulanten Therapieplatz, besonders in manchen Gegenden Deutschlands, immer noch sehr schwierig. Die Deutsche Gesellschaft für Zwangserkrankungen hat eine Liste für Therapeutenempfehlungen. Wenn eine ambulante Psychotherapie nicht ausreichend hilft, zum Beispiel wenn die Zwänge sehr schwer ausgeprägt sind, ist eine stationäre Therapie zu empfehlen. Diese sollte dann möglichst in dafür spezialisierten Kliniken erfolgen. Es gibt in Deutschland psychiatrische und psychosomatische Kliniken mit spezialisierten Stationen, mit eigenen Konzepten für die Behandlung von Zwangsstörungen, und man kann sich ebenfalls über die DGZ informieren, in welchen Kliniken solche Spezialkonzepte angeboten werden. Die DGZ sammelt auch Informationen von Betroffenen und kann diese Erfahrungen dann bei Anfragen weitergeben.
Sollten Sie selbst schon mal Erfahrungen in einer Klinik gemacht haben, geben Sie diese bitte gerne an die DGZ weiter. Das kann dann für andere sehr nützlich sein. Medikamente helfen den Betroffenen nicht, die Erfahrung zu machen, selbst wirksam gegen die Ängste angehen zu können. Und man sollte wissen, dass das Absetzen der Medikamente, insbesondere nach langdauernder Therapie über Jahre, dann nicht einfach ist und es meist wieder zu Verschlechterungen kommt. Es wird heute sogar diskutiert, dass nach jahrelanger Therapie mit Medikamenten die Verschlechterung nach Absetzen der Medikamente sogar das Ausmaß der Erkrankung vor Beginn der Medikamente übersteigen kann. Das nennt man dann Rebound-Effekt. Trotz dieser Bedenken wäre es aber falsch, Medikamente generell abzulehnen. Jeder muss für sich Vor- und Nachteile abwägen und gemeinsam mit seinem Arzt eine Entscheidung treffen.